Hallo und herzlich willkommen hier bei A Story About My Uncle. Und wir stehen vor einem kleinen schwierigeren Jump'n'Run. Wir haben schon gemerkt, okay, wir suchen unseren Onkel und sind ihm quasi hierher in diese komische Welt gereist, in der Dinge schweben und so, durch ein Portal, das der Onkel gebaut hat, der scheinbar Wissenschaftler war oder Abenteurer oder beides. Und wir haben diesen geilen Anzug von ihm bekommen, der uns eben vor Fallschäden schützt. Und mit dem wir diesen Grappling Hook, also diesen Enterhaken hier haben, mit dem wir Steine entern, wie auch immer. Und ja, das ist ein kleines Jump'n'Run-Spiel, das ich jetzt quasi neu angefangen habe. Und ja, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hier sehen wir die Halo-Schwerter. Na? Kennt ihr? Erkennt ihr es vielleicht? Hier der Griff, ne? Da die Klingen. Ein bisschen. Okay, weiter geht's. Okay, und das Gesicht weint, habe ich das Gefühl. Hier haben wir eine Palme, die haben wir noch nie gesehen. Ui, ui. Und runterfallen dürfen wir natürlich nicht, denn unser Anzug schützt uns vor Fallschaden, aber nicht vor dem Ertrinken. Und hier haben wir wieder die Halo-Schwerter. Und überall Lampen und wieder ein sehr cooles Zeichen. Ich mag diese Art von Zeichen, diese geometrischen. Ein bisschen, erinnert so ein bisschen an so Aztekisch? Ich weiß nicht, kann... Oh. Hier runter? Hier runter? Okay, hier runter. Haben wir hier noch irgendwas unter uns? Nein. Ich habe jetzt gehofft, dass wir einen weiteren Seismografen finden, aber da habe ich mich wohl verschätzt. So, wo lang müssen wir jetzt? Hä? Ach, hier. Alles da. Genau, und wir können uns so oft wie wir wollen quasi irgendwo festhalten. Allerdings dürfen wir halt nicht loslassen, während im einen fliegen. Ah, hier lang. Ist manchmal ein bisschen schwierig, hier die Orientierung zu behalten. Muss ich gestehen. Aber wir schaffen das ja auch. Kein Thema. Hier geht's weiter, okay. Oh. Du hast einen zweiten Energiekristall gefunden. Jetzt kannst du dich zweimal festhaken. Was habe ich gerade gesagt? Kannst du dich nur einmal festhaken. Jetzt können wir in der Luft uns zweimal festhaken. Wie geil ist das denn? Bam! Aua. Okay. Leuchtende Blablabla zeigen dir an, wie viele Möglichkeiten. Ah, okay, also wenn wir in der Luft sind. Ah, okay, unser Handschuh zeigt uns an, wie oft wir noch krabbeln können. Einmal. Puh, das war knapp. Bitte, 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 bitte. Oh, es reicht. Ich kann das so schlecht abschätzen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay, hier finden wir keinen Seismografen leider. Was? Ich hätte gern wieder, also zu den Seismografen muss man sagen, die kann man finden, wenn man genug gefunden hat, gibt es Spezialinhalte, die man runterladen, nicht runterladen, sondern spielen kann, wie hier zum Beispiel. Zack, haben wir schon 3 Stück. Geiler Shit. Den nutzen wir doch gerade mal. Per Anhalter durch die Parallelgalaxis. Oh, 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 das war knapp. Geil. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt und ich merke jetzt einfach wieder, wie genial das war eigentlich war, so die Luft, durch die Luft zu fliegen und ja, ich finde es einfach, mir macht Spaß. Das ist richtig genial. Oh, dann nehmen wir doch den, komm. Einmal. Und komm, 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 komm. Zweimal. Huh. Na komm, na komm, na komm. Man fühlt sich so schwerelos. Einfach ein super Gefühl. Oh, hier geht's links runter. Ah. Hier haben wir wieder etwas zu finden. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes,
I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, It wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. Oh, man. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Okay. Unser Fred hat also mit Froscheiern experimentiert. Scheinbar. Und wieder die Halo-Schwerter. Huch. Fast runtergefallen. Okay. Einmal. Zweimal. Zack. Danke, Fred, für die Markierungen. Wer hat denn die ganzen Lampen hier aufgestellt? Sag mal, das war doch bestimmt nicht alles der Fred, oder? Was ist das denn? Haben wir hier noch was? These blue lights. Did Fred put them here? Or was something else here as well? Doch eher nicht, oder? Ah, okay, nächste Karte. Und der coole Ladebildschirm. Was ist das denn? Weihnachten? Boah, wie cool. Wie gesagt, ich mag das Spiel für die Atmosphäre und... So düster das ja auch ist, irgendwie wirkt es extrem idyllisch, muss ich sagen. Und die Musik dazu ist auch sehr angenehm. Und hopp. Was ist da? Hier lebt ja jemand. Das sind Wohnungen. Guck mal, die wohnen hier. Wie cool. Wie cool ist das denn? Hello, who are you? Hi. You're not from here. Ich bin ein Neuländer. Wow, you look just like Fred, but smaller and with less hair on your face. Sie kennt also Fred. Fred. I told her that he was my uncle. And that I was looking for him. Hi. What's an uncle? I said that he was... that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. Die Arme. I don't know why, really. But you can call me Maddie. Hey, Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. Okay, bis dann. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people. Or more like salamanders. Either way, they walked like humans. They talked like humans. How is that possible? Froschmenschen? Haben wir nicht gerade eben erfahren, dass der Fred mit Froscheiern experimentiert hat? Haben wir das nicht... Ach, schön, ich krieg immer noch so ein leichtes Kribbeln, wenn man so lange in der Luft ist und einfach tief runterfällt. Das ist ganz krass. Gefällt mir richtig gut. Ja, haben wir nicht erfahren, dass der Fred mit Froscheiern rumexperimentiert hat? Warte mal. Falsch aufgeladen. So. Na komm. So, zack.
Jetzt wissen wir vielleicht auch, von wem die ganzen Zeichnungen hier sind. Hat so ein bisschen was Italienisches, so ein bisschen. Uiuiui. Und hier durch. Zack. Wie cool. Mad Maddie. Das klingt so ein bisschen, als ob die ein bisschen so eine Ausgestoßene wäre. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hey. Hä? Wo denn? Hä? Hey? Was? Habe ich jemanden verpasst? Hier vielleicht? Nein, ist eine leere Hütte. Hey! 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 Hä? Verpasse ich da gerade was? Ja, was? Ach, da. Da! Ich hab die gar nicht gesehen! Hey! 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 Ah, hier sind noch mehr! Ach, krass. Welcome to my village. This Hallo. Is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cope from there. Okay. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! Okay, bis später. Dankeschön. I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. So, mich später mit ihr zu sprechen. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Ach, cool. Ach ja, ist irgendwie schon süß. Hallo. Tag. Ups. Ach, wie cool. Ja, das sehen alle ein bisschen aus wie Frösche tatsächlich. Also wir müssen zu der Insel mit der Windmühle und von dort aus kommen wir dann zu den anderen. Ah, hier haben wir eine Karte. Okay, hier ist die Höhle zum Höhle von Samuel. Da sind wir, glaube ich, gerade. Da müssen wir, glaube ich, auch noch hoch. Mal gucken. Ach, wie cool. Und es ist alles aus Müll gemacht hier, oder was? Oder wie? CDs, ach, wie cool. Gute Nacht. Ich frage mich nur, was die essen. Okay, Karotten essen sie. Aber wie kann es hier wachsen, wenn hier kaum Sonne? Okay, hier ist Mond. Alles klar. Okay. Cool. Können wir da ins Feuer rein? Nein, können wir nicht. Schade. Ja, das sollten wir vielleicht drüber springen. Ah, zur Windmühle müssen wir. Most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Wo er recht hat. Okay, da müssen wir hin. Also gehen wir erstmal noch dahin. Müssen wir ein bisschen umschauen. Was ich cool finde, die haben das Wappen hier. Da, das Zeichen. Irgendwie als Wappen verwendet. Also irgendwie muss diese Gesellschaft hier auch ein bisschen um den Fred auch herum aufgebaut worden sein, ne? Wenn... Huch! Ich meine, wenn die Madeline ihn zum Beispiel auch ihr Lebtag lang kennt, dann gehe ich mal davon aus, dass das zusammenhängt, so, vielleicht. Ich meine, wenn die Frösche auch über den Fred hier hergekommen sind, na, dann... Hallo. Okay. Hier hoch. Hi. Winke, winke. Hihi. Lasst euch nicht stören, ich bin nur zu Besuch. Uiuiui.
Ich denke, viel von dem Holz hier hat der auch quasi bewusst hierher gekarrt, damit die auch mehr als nur Müll haben, um zu wohnen. Ne? Ich denke, spätestens wenn er erkannt hat, dass er das Ganze nur zumüllt und hier welche leben, hat er, denke ich, ein Zeug hergebracht. Oh, ein Speicherpunkt. Ein Gemälde. Ach, cool. Erinnert ein bisschen an der Goldene Kompass, ne? So mit den Eisbären und so. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen da zu der Windmühle. Das gehen wir erstmal da oben hin. Guck mal. Hier zeigt schon so ein Pfeil nach oben. Das gucken wir uns doch mal an. Hua. Ui. sag mal. So. Home, sweet home. Ah, nee, hier ist Freds Hütte gewesen. Zelt gewesen. For how long had Fred been gone? I'm not sure. A couple of months, I think. Less than half a year for sure. I remembered hiking with him the summer before. When I counted the days in his journals and from when I last saw him, it didn't make sense. Maddie said that she had known him all her life. Maybe she meant it figuratively. Like she didn't really mean it. Like when you say you'll die if you don't get a puppy for your birthday. That's true though. I'm sorry. Of course it is. Ja, die Brücken sollten sie mal reparieren hier. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier hoch. Was ist denn da oben eigentlich? Da würde ich gerne auch noch hin. Okay. Eine Plattform einfach nur. Okay, da würde ich gerne hoch. Muss ich sagen. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Kommen wir denn da hin? Von da aus müssen wir... Oh, Baller. Fast verpasst. Okay, hier wieder runter. Oh, uiuiuiui. Ha, nicht in dieses Loch. Hier lang. Sieht mir so nach einem Rundweg aus, ne? Ah, da müssen wir wieder ganz zurück. Müssen wir... Okay, warte mal. Ich probiere es einfach. Oh, super. Hat ja geklappt. Okay, wir machen einfach einen kleinen Exkurs hier, würde ich sagen. Zack. Und weiter geht's. Okay. Hier lang. Okay, gut. Führt das jetzt nur hier drumherum? Ja, hier geht's wieder runter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Okay. Hier geht's, glaube ich, dann nur wieder drumherum. So. Ah, dann müssen wir hier hoch irgendwie. Zack. Ja, ging doch. Ging doch gut. Okay. Aber hier geht's jetzt wieder runter statt hoch, ne? Huiuiui. Ah, jetzt geht's nach oben. Jetzt können wir Meter machen. Komm. So, hoffe ich das? Nein? Nein? Okay, dann mal so. Okay, so, jetzt hat. Ja, da glitschen wir uns nach oben. Also, ja, nicht glitschen. Also, ich meine, wir sind ja im Rahmen des Möglichen. Und hoch. Was war denn das für ein Kratzer jetzt da oben? Die Stelle, wo wir hochgegangen sind, war total zerkratzt. Habt ihr das gesehen? Gucken wir mal, was wir hier oben haben.
Ah, ich höre was. Es lohnt sich, dass wir hier hoch sind. Ja, da bin ich im Sitz schon weg. Alter Vater. Zack, hat sich gelohnt. Alles klar, und dann würde ich sagen, okay, uiuiui, in welche Richtung müssen wir denn? Um wieder zurück zum Dorf zu kommen. Also, hier. Machen wir nie wieder. Nie wieder, ey. Okay, wir müssen zur Windmühle, ne? Also hier rüber. Da hoch. Was da? Nimm mal Abkürzung. Nicht die jetzt. Zack. Ah ja. Wir jetzt bis zum nächsten Speicherpunkt und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Denn ich wollte das Spiel eigentlich nur ein bisschen anspielen. Und dann in den nächsten Folgen weiter aufnehmen. Oh, das nehmen wir noch mit. Did Fred have any kids of his own? Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Oh, wie süß. Ach, wie süß. Guck mal. Hello, I am a fish. Me too. Und hier, guck mal. Three little pigs. T-H-E-L-I. T-T. T-H-R-E-E. Ne? Das ist ein E. L-I-T-T-L-E. Ne? E. P-I-G-S. Süß. Did Fred have any kids? Achso, okay, das haben wir ja schon gehört. Nope. Not that I know. Und wieder hoch. He zum Speicherpunkt. He didn't really have any time for a family, zur nächsten Folge. He was always away or busy with his inventions. Okay, Leute. Gone for months at a time. Ich wusste nie, wann ich wieder erwarte. I never knew how jetzt mal aufs Reden, ja? Ich will hier eine Absage machen. Don't you think quatsch der mir immer rein. Ja, ja, I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? Boing. If she was born from an egg. That's right. Boing. That's another thing we had in common. Boing. So, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald.